Hallo. Weil wir uns ja nicht mehr sehen, dachte ich mir, dass ich jetzt ab und zu ein kleines Lernvideo mache, in dem ich euch die Sachen erkläre. Es werden immer kurze Lernvideos sein und quick and dirty, also einfach aufgenommen, ohne große Installation oder so zu machen. Aber ich dachte mir, so kann ich die Sachen einfach schneller erklären. Und im ersten soll es jetzt um die Zentripetalkraft gehen. Die Formeln dazu werde ich nicht nochmal herleiten, sondern nur noch kurz erklären, weil das habt ihr ja im letzten Heftantrag gehabt. Aber es ist total wichtig, wie immer in der Physik, dass man versteht, was diese Zentripetalkraft bedeutet und was dahinter steckt. Und darauf werde ich jetzt den Schwerpunkt legen. Also, nach Newton 1 wissen wir, dass sich ein Objekt genau dann mit konstanter Geschwindigkeit weiterbewegt, wenn keine Kräfte drauf wirken. Und mit konstanter Geschwindigkeit heißt, dass sowohl die Richtung als auch das Tempo gleich sind. Das heißt, es bewegt sich einfach mit dem gleichen Tempo geradlinig weiter fort. Das heißt, wir malen jetzt hier irgendein Objekt rein. Es kann irgendeins sein. Hoppala. So, zum Beispiel dieser Ball. Und der wird jetzt in diese Richtung bewegt zuerst. So, und jetzt lasse ich ihn kräftefrei. Das heißt, er würde jetzt immer weiter geradeaus fahren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis eine andere Kraft auf ihn wirkt. Auf der Erde würde er eben nur stehen bleiben wegen der Reibungskraft, was aber auch eine Kraft ist. Im All würde unendlich lange, wenn kein schwarzes Loch oder kein Planet im Weg ist, einfach geradeaus fliegen. So, jetzt will ich aber, dass dieser Ball auf eine Kreisbahn gezwungen wird, und zwar auf diese hellblau markierte. Also muss ich irgendeine Kraft aufbringen, um ihn umzulenken. Und wenn es eine Kreisbahn ist, nenne ich diese Kraft eben einfach Zentripetalkraft. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, die Zentripetalkraft ist die Kraft, die ich benötige, um ein Objekt auf einer Kreisbahn mit konstantem Tempo zu halten. Okay, wohin muss ich jetzt an dieser Stelle hier quasi von außen kicken, damit ich den Ball auf eine Kreisbahn kriege? Naja, das ist völlig klar. Ich muss hier nach innen kicken, weil der Ball fliegt ja momentan nach oben. Jetzt soll er aber eine Kurve machen. Das heißt, er soll ein bisschen nach links gehen. So. Das heißt, wir tun jetzt so, als wäre hier ein Kick. Also und Kick und dann wird er abgelenkt. Jetzt wird er aber, nachdem ich einmal gekickt habe, das kennen wir vom Fußball oder aus dem Alltag von jedem Ballspiel, danach weiter gerade in diese Richtung fliegen. Das heißt, ja, jetzt habe ich ein bisschen umgelenkt und jetzt fliegt er wieder geradeaus. So ein Mist. Also müsste ich jetzt mich wieder an diese Stelle hier stellen und wieder nach innen kicken. Und dann diese Stelle stellen und wieder nach innen kicken. Und so weiter. Und ich müsste an jeder Stelle vom Kreis einfach nach innen kicken. So. Das ziehen wir jetzt noch durch, dass ich alle Kreuzchen male. Und jetzt sehen wir schon die nächste Eigenschaft der Zentripetalkraft. Und zwar, die Zentripetalkraft wirkt immer zur Kreismitte hin. Man sagt auch entlang des Radius, weil der Radius geht ja immer vom Mittelpunkt des Kreises, also von hier, zum Rand. Und wir sehen, das ist dann parallel zu der Kickrichtung, die ich habe. Okay, und auf diese Weise schaffe ich es dann, dass der Ball immer wieder umgekickt wird und so meinen Kreis durchläuft. Wenn ich eine zweite Runde machen will, muss ich mich wieder oder müssen wir uns alle zusammen wieder hinstellen und jeder kickt ihn immer am Rand nach innen, dass er insgesamt auf der Kreisbahn bleibt. Gut. Abgekürzt wird die Zentripetalkraft durch eben ein Fz, wobei das F für Kraft steht, das kennen wir schon, und das Z für Zentripetal. Daneben haben wir noch Az, das ist die Zentripetalbeschleunigung. Und naja, das ist halt, wie es allgemein bei Kraft und Beschleunigung ist. Die Kraft ist gleich die Masse mal die Beschleunigung. Ja, also wird auch Fz gleich m mal das Az sein. Das heißt, das Erste, was ich schon mal mache, ist, dass ich weiß, wenn ich die Zentripetalkraft will, werde ich am Anfang ein m-mal drin haben. Ist ja auch logisch, wenn ich ein schweres Objekt hier auf den Kreisbahn zwingen möchte, dann muss ich ja viel stärker dagegen treten. Also, wenn es doppelt so schwer ist, doppelt so stark, also sondern eine 2-mal da vorne stehen. Jetzt gibt es aber noch mehr andere Möglichkeiten, wie man sich auf der Kreisbahn halten kann. Von außen dagegen kicken ist eine ganz, ganz, ganz seltene Möglichkeit. Viel häufiger ist, dass wir uns zum Beispiel festhalten müssen. Und das alle kennt ihr vom Kinderkarussell auf dem Spielplatz. Zumindest wenn ihr in eurer Jugend auf Spielplätzen wart. Und zwar, das sind diese runden Dinger. Da sind dann vier Stangen dran. Und dann ist unten eine Drehscheibe. So.
Und jetzt hat euch irgendjemand angeschubst und ihr dürftet euch als kleines Kind oder auch als Erwachsener hier festhalten. Und hoffentlich habt ihr dann bemerkt, dass umso schneller sich das dreht, umso schwerer es ist, sich festzuhalten. Warum natürlich? Eigentlich würdet ihr euch, wenn ihr einmal angeschubst seid und jetzt keine Kraft mehr ausüben würdet, einfach wieder geradlinig fortbewegen. Das heißt, ohne euch festzuhalten, wir halten uns bis hierher fest und jetzt lassen wir los, würdet ihr dann einfach zack, gerade weiterfliegen. Ohne festhalten. So, weil ihr habt diese Startgeschwindigkeit, dadurch, dass euer Vater oder eure Mutter oder alle beide dieses Karussell angedreht haben. Und diese Startgeschwindigkeit verliert ihr nicht, außer ihr werdet gebremst. Denkt an Newton 1 Trägheit. So, wenn ihr jetzt also loslasst, behaltet ihr genau diese Startgeschwindigkeit mit genau ihrer Richtung bei. Euch haut es also geradeaus weiter, nicht nach außen. Man hat immer das Gefühl, man wird nach außen gehauen und fliegt dann, ich mal so rot ein und werde es gleich wieder löschen, weil es so falsch ist, und fliegt dann irgendwie so nach außen weg. Unsinn. Das passiert nicht, sondern ihr behaltet eure Geschwindigkeit bei und fliegt so tangential. Ist der Fachbegriff, weil, wenn ich das hier einzeichne, ist es eine Tangente am Kreis. Genauso wie hier. Hier sehen wir, das ist eine Tangente. Okay, so, das heißt, ihr müsst euch jetzt auf dem Kreis halten. Und dazu müsst ihr eine Kraft aufbringen, und zwar die Zentripetalkraft. Bei ganz vielen Aufgaben ist es so, dass wir die Person oder die Quelle der Kraft suchen, die dafür sorgt, dass wir diesen Kreis machen können. Hier müsst ihr euch also nach innen ziehen und ihr merkt es. Ihr fühlt euch so, als würdet ihr nach außen geschleudert, also werdet ihr euch festhalten und voll nach innen ziehen und damit bringt ihr mit euren Muskeln die Zentripetalkraft auf, die euch umlenkt, indem ihr euch immer nach innen zieht. Also hier ziehen, 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 ziehen. Schauen wir uns noch eine komplexere Anwendung an, und zwar das Kettenkarussell. Beim Kettenkarussell seid ihr eindeutig nicht ihr, die euch nach innen zieht, weil ihr sitzt einfach ganz lässig drinnen. So, aber wir alle kennen das beim Kettenkarussell. Ich verkünstle mich wieder zeichnerisch. Also, hier sind die Gondeln und solange das steht, hängt ihr natürlich gerade runter, nur von der Gravitationskraft runtergezogen. Hier zieht euch nichts nach innen, muss es ja auch nicht, weil ihr ja steht. So, jetzt werden wir aber das Kettenkarussell einmal anstupsen und sobald es sich dreht, kennt ihr das, fliegen die Seile nach außen. Gut, so, woran liegt es? Das ist ganz einfach. Wenn wir anfangen uns zu drehen, dann kriegt ihr eine Startgeschwindigkeit. Das bedeutet, zuerst bewegt sich hier eure Gondel geradeaus weiter und wenn sie sich geradeaus weiter bewegt, ist sie ja nicht auf dem Kreis, sie wird also ein bisschen nach außen gezogen, kann man sagen. Es war wieder ein Anführungszeichen, weil nichts wird nach außen gezogen, sondern es bewegt sich ja eigentlich gerade. So, jetzt ist es aber so, dass wir hier die Seile haben und die Seile, die sind ja fest und die ziehen euch dann tatsächlich nach innen. Umso schneller ihr seid, umso weiter geht ihr erst nach außen, bis euch die Seile nach innen ziehen und schaut, umso waagrechter wird ja auch das Seil, weil euch das Seil ja dann viel stärker nach innen ziehen muss. Stellt euch vor, wenn es ganz waagrecht wäre, was wir natürlich nie erreichen, wenn es ganz waagrecht wäre, würde das Seil ja voll zur Kreismitte ziehen. Wenn es noch so schräg ist, dann zieht es euch auch zur Kreismitte, aber die Gravitation zieht ja auch immer noch an euch und deswegen seid eben nicht komplett waagrecht, sondern ja, halt so schräg, je nachdem im Verhältnis, wie Gravitationskraft und Zentripetalkraft zueinander stehen. Das bedeutet, wenn ihr euch ganz langsam bewegt, dann zieht die Gravitationskraft euch allgemein eben sehr stark runter und die Zentripetalkraft, die ihr braucht, ist noch sehr gering, also wird das Seil nur ein bisschen schräg sein. Ich zeichne es jetzt hier auch an, hier, also bei der langsamen Bewegung. Das Seil muss sich ein bisschen nach innen ziehen, ist also ein bisschen so nach links zur Kreismitte, aber hauptsächlich sackt ihr halt nach unten wegen der Gravitationskraft. Und wenn ihr ganz schnell seid, dann ist die Zentripetalkraft so hoch, dass die Gravitationskraft euch nur noch ein bisschen runterziehen kann, im Verhältnis zur Zentripetalkraft, die euch dann mega stark nach innen ziehen muss. Hier sind wir jetzt noch bei dem Thema Zentrifugalkraft. Ja, Zentrifugalkraft, die gibt es gar nicht, sondern sie ist eben nur eine Scheinkraft.
Und Scheinkraft bedeutet, wir bilden sie uns ein und wir können sie sogar beobachten, aber sie gibt es gar nicht. Und warum wir sie beobachten können, ist, weil wir quasi egoistisch sind als Menschen oder ja, doch, als Menschen und alles immer aus unserer Sicht sehen. Das heißt, aus unserer Sicht hier beim Kettenkarussell werde ich nach außen geschleudert, weil das, wenn steht, hänge ich einfach runter. Und wenn sich dreht, bin ich plötzlich weiter außen. Also aus meiner subjektiven Sicht wirkte also eine Kraft nach außen. Ist aber Schwachsinn, weil wenn man von außen drauf schaut, ist es ja so, ich würde mich eigentlich nur weiter gerade bewegen und damit ich auf dieser Kreisbahn gehalten werde, werde ich halt nach innen gezogen. Genau, das heißt, das Einzige, was wir hier machen, ist, dass wir eine größere Kreisbahn einnehmen. Fertig. Gut. Jetzt noch zu den letzten Sachen und zwar zu der Formel. Also FZ ist gleich M mal ist jetzt die Frage. Und das ist auch relativ leicht. Wenn ich als Auto ganz, 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 ganz schnell durch die Kurve will, dann ist es ja so, dass eventuell die Reifen quietschen oder es zumindest alle Insassen in die Sitze oder gegen die Seiten vom Wagen haut. Das bedeutet, offensichtlich ist die Kraft, die ich für eine Kurve mit hohem Tempo brauche, viel höher als für eine langsame. Also können wir schon mal sagen, umso höher die Geschwindigkeit, umso höher muss die Kraft sein und natürlich auch die Beschleunigung. Und jetzt ist es so, wie kann ich die Kraft noch stärker erhöhen? Einfach, indem ich noch eine engere Kurve fahre. Auch das kennen wir aus dem Auto. Umso enger die Kurve, umso krasser haut es uns gegen die Wand. Das bedeutet, wenn R klein wird, muss die ganze Zahl größer werden. Das heißt, ich muss hier durch R teilen, dass insgesamt das Ergebnis größer wird. Können wir einmal ausprobieren. Sagen wir, einmal haben wir einen Radius von 2 Metern von unserer Kurve. Dann haben wir hier m mal v durch 2. Wenn wir jetzt aber nur noch einen Meter Radius haben der Kurve, haben wir m mal v nur noch durch 1. Und das ist ja eindeutig dann doppelt so groß wie das davor, weil ich statt durch 2 nur noch durch 1 teile. Genau. Gut, das war das Wichtigste. Und ich muss es nochmal am Ende wiederholen. Die Hauptfrage, die wir uns bei allen Aufgaben stellen, ist, und ich schreibe es jetzt sogar extra nochmal in Rot dazu, wo kommt die Zentripetalkraft her? Ich benötige eine bestimmte Zentripetalkraft, um diesen einen Kreis zu machen. Wer oder was bringt diese Zentripetalkraft auf, weil ich ja weiß, dass ich sonst eine geradlinige Bahn fliegen würde und keine Kreisbahn. Und das habt bitte bei den nächsten Aufgaben und auch beim nächsten Thema ganz stark im Kopf. Das werden wir jetzt dauernd, dauernd brauchen. Gut, dann sehen wir uns bei den Aufgaben. Tschüss!